Hallo liebe Leute, vorhin geht es um die Situation der FPÖ in Österreich, wo die FPÖ massiv als Nazi-Partei geframed wird und im Gegensatz zur AfD, wo sich das jetzt ein bisschen beruhigt hat, es in Österreich immer weiter eskaliert. Ich habe jetzt heute Monika Donner zu Gast. Sie war 32 Jahre im Dienst im Bundesheer Österreichs, war Juristin und Ministerialrätin im Bundesheer nach einer Offizierslaufbahn. Sie hat zahlreiche sehr wichtige Bücher veröffentlicht. Ich blende sie hier einmal ein. Und ja, liebe Monika, vielleicht kannst du uns in Deutschland mal erklären, wie die Situation in Österreich ist mit der FPÖ. Und du hast ja an einem Schauprozess beigewohnt, also einen Schauprozess, wo aber echte Anwälte, Richter zugegen waren und du als Zeugin geladen wurdest, wo erörtert werden sollte, ob die FPÖ eine Nazi-Partei ist. Ja. Vielleicht, genau, vielleicht zeigen wir erst einmal kurz ein paar Ausschnitte aus diesem Schauprozess. Und dann kannst du ja uns erklären, wie du das erlebt hast und was für dich besonders auffällig war und generell zu der Situation in Österreich. Das Beweisthema ist die Radikalisierung der Gegenwart in der FPÖ. Ist die FPÖ antidemokratisch und gefährdet sie die Demokratie? Nein. Warum nicht? Sagen Sie, warum? Ich habe das, genau, das haben Sie, glaube ich, gehört. Ihr Plädoyer, Ja. da würde ich empfehlen, der Seite der Verteidigung gegen Sie Strafantrag zu stellen wegen Wiederbetätigung. Denn Wegen was Sie machen, ist, Sie Wiederbetätigung, okay. unterstellen eine nationalsozialistische Ich Gesinnung und das glaube, ist die Sie Verharmlosung des verkennen NS. Ihre Rolle. Sie sind Zeugin und ich würde Sie ersuchen, Sie haben mich auf gefragt und meine ich habe meine Fragen Antwort zu gegeben. Das habe ich antworten. getan. Das war meine Antwort, richtig. Ja, hallo liebe Zuseherin, hallo lieber Zuseher. An dieser Stelle ist eine kurze Unterbrechung nötig, um zu erklären, um was es geht und warum ich da teilgenommen habe. Es geht hier um die Wiener Prozesse, und zwar den zweiten Verhandlungstag, stattgefunden im Theater Odeon am 8. Juni 2024. Da haben echte Richter, Anwälte und Zeugen in Form eines ja nicht drehbuchgebundenen Theaterstücks das Thema behandelt, ob die Demokratie gefährdet ist in Österreich durch die FPÖ. Die erste Zeugin am Nachmittag war dann ich, also Magistra Monika Donner. Das ganze Beweisverfahren könnt ihr euch gerne auch anschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung drinnen. Warum habe ich teilgenommen? Ganz einfach, weil der Regisseur Magister Paul Poet es den Wiener Festwochen empfohlen hat. Der Paul Poet ist der Regisseur des Kinofilms Der Soldat Monika. Das ist ein öffentlich geförderter Kinofilm, worin es um mein Leben geht. Also das Leben jenseits von links und rechts, ein Leben außerhalb der gängigen Schubladen, weil es mir eben um Freiheit geht. Und nachdem ich das Plädoyer der spielenden Staatsanwältin, die im realen Leben Rechtsanwältin ist, gehört habe, wie sehr da die FPÖ mit dem Nationalsozialismus verglichen und fast schon gleichgesetzt wird, da ist mir, wie man in Österreich schon so schön sagt, der Feidel in der Hosen aufgegangen, weil dasselbe habe ich 2015 erlebt, wie ich mit meinen strategischen Analysen rausgegangen bin, dass die Demokratie in Österreich gefährdet ist und auch die Neutralität. Und dann wurde ich von gewissen politischen und medialen, ich würde mal sagen, geistig Verwirrten, bezichtigt, dass ich dem Nationalsozialismus nahestehen könnte. Und das ist hochgradig absurd. Ja. Ebenso absurd scheint es mir auch gegenüber der FPÖ, darum auch meine drastischen Worte. Aber mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Schaut euch das bitte selbst an und bildet euch eure eigene Meinung. Danke. Ich würde Monika Donner in den Zeugenstand bitten. Monika Donner wurde 1971 in Linz als Anton Alexander Justel geboren, ist Juristin, strategische Analytikerin und diplomierte Lebensberaterin. Die vormalige Offizierin und Ministerialrätin setzt sich für die Freiheit in allen Facetten ein. Darf ich Sie um Ihren vollständigen Namen bitten? Monika Alexandra Donner. Gehen Sie einem Beruf nach? Ja. Können Sie mir sagen, welcher das ist? Verlegerin, Autorin, diplomierte Lebensberaterin. Dankeschön. Stehen Sie in Beziehung zu Beteiligten dieses Prozesses? Nicht, dass ich wüsste. Dann als Zeugin sind Sie verpflichtet, richtig und vollständig auszusagen. Bitte heben Sie die Hand und sagen Sie, ich gelobe. Das mache ich nicht. Sie machen das nicht, wir nehmen das zur Kenntnis und übergebe an die Anklage. Weil sonst sagen Sie vielleicht nur, es war die falsche Hand. Darf ich Sie bitten, auf Fragen zu antworten und nicht jetzt Ich eigenständige habe reagiert. Statements abzugeben? Frau Donner, Ja. vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Gerne. Das Beweisthema ist die
Radikalisierung der Gegenwart in der FPÖ. Ist die FPÖ antidemokratisch und gefährdet sie die Demokratie? Nein. Warum nicht? Sagen Sie, warum? Das haben Sie, glaube ich, gehört. Ja, Ihr Plädoyer, ja. Da würde ich empfehlen, der Seite der Verteidigung gegen Sie Strafantrag zu stellen wegen Wiederbetätigung. Denn was Sie machen, ist, Sie unterstellen eine nationalsozialistische Gesinnung, und das ist die Verharmlosung des NS. Ich glaube, Sie verkennen Ihre Rolle. Sie sind Zeugin und ich würde Sie ersuchen, Sie haben mich gefragt meine und ich habe Fragen meine Antwort zu antworten. Das habe ich getan, das war meine Antwort, richtig. Die Frage brauche ich dann nicht mehr stellen. Ja. Wie stehen Sie zur FPÖ? Neutral. Also ich würde sagen, ich kritisiere die FPÖ als zu polemisch teilweise, zu wenig strukturiert. Ich erwarte mir eine starke Opposition im Sinne der FPÖ, aber ich finde sie als zu schwach teilweise. Ja? Muss ich ganz offen, ich bin Demokratin und ich habe gerne ein buntes Spektrum an Parteien und kann es daher nicht verstehen, was Sie da in Plädoyer gesagt haben. Okay, und was würden Sie sich erwarten von der FPÖ, sodass Sie sie wählen könnten? Dass sie ernster zu nehmen ist. Eine Partei, die zum Beispiel von der Regierung 2020 als erste den scharfen Lockdown verlangt, im Sinne der Corona-Plödemie, kann nicht ernsthaft eine Opposition nachher sein. Das ist eine Diskrepanz, die offensichtlich viele Wähler nicht kapiert haben. Aber die FPÖ an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben Missstände in diesem Land und dafür ist die FPÖ ein guter Barometer. Und jetzt das Problem praktisch zu glauben, man löst das Problem, indem man das Symptom bekämpft, das erachte ich als pervers eigentlich. Wieso Symptom? Was ist symptomatisch an der FPÖ? Sie versuchen, so habe ich Ihr Plädoyer wahrgenommen, ich nehme ja ernst, was Sie gesagt haben. Ja? Ja. Ich habe den Eindruck, dass Sie versuchen, das Symptom zu bekämpfen und dann glauben, das Problem ist weg. Wir haben Missstände und die FPÖ ist ein Barometer dafür, was in diesem Land falsch läuft. Und wenn Sie die FPÖ verbieten wollen, verbieten Sie jetzt annähernd 25-30% der Bevölkerung. Sie haben was falsch oder missverstanden. Es geht nicht darum, die FPÖ zu verbieten, es geht darum, die Parteienförderung einzustellen. Naja, das tun Sie ja dann damit. Das ist ja genau der Zweck. Das heißt, das wäre genauso, wenn Sie jetzt sagen, ich will der FPÖ nicht schaden, aber ich nehme das Wichtigste wirklich das Geld. Okay. Jeder politischen Partei geht es primär um Geld und Macht und ihren Platz am parlamentarischen Futtertrog. Punkt. Wir haben kein Problem mit dem Parlamentarismus. Der gehört gestärkt. Wir haben ein Problem mit politischen Parteien, die es nicht verstanden haben, um was es geht. Was verstehen Sie unter Parlamentarismus? Wir brauchen einen stärkeren Diskurs, eine Gesprächsbereitschaft, die Sie hier nicht signalisieren. Okay. Sie stigmatisieren die FPÖ. Okay. Sie können genauso die Grünen stigmatisieren oder die SPÖ. Fragen Sie mich, ich kämpfe für Menschenrechte. Fragen Sie mir mal, Was halten Sie denn dann, wenn Sie für Menschenrechte sind? Ja. Ich halte die Gewaltenteilung für eins der Prinzipien. Was halten Sie davon? Es ist das wichtigste Prinzip überhaupt in der Demokratie. Aber auch der Diskurs, die Offenheit. Was sagen Sie dazu, wenn jemand die Gewaltenteilung nicht ernst nimmt, verbieten möchte, auf den Kopf stellen möchte? Das ist problematisch, ja. Und das ist ja symptomatisch auch für diese Republik. Die Wahlen werden schon als Regierungswahlen verstanden. Wir haben einen Zentralismus, wir haben eine Übermacht der Exekutive. Die Gesetze werden ja teilweise fast schon von den Beamten gemacht. Das ist das Problem in diesem Land. Zu wenig Kontrollrechte für den Nationalrat, für das Parlament. Naja, aber es gibt ja Und da ist sicher nicht die FPÖ das Kernproblem. Es gibt ja die Untersuchungsausschüsse, die doch auch ein starkes Minderheitenrecht sind. Ja, super. Und da wird vorher dem Minister schon mitgeteilt, was die Fragen an ihn sind. Das Ministerium bereitet sie ihm vor. Ich kenne das ganze Spiel. Sie müssen Stand der Bede antworten dort, dem Minister. Und es ist völlig wurscht, ob der von der FPÖ oder von der SPÖ ist. Ich glaube, gelesen zu haben, Sie haben einmal den Herrn Küssel eingeladen. Nein. 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 Bei einer Veranstaltung? Nein, es gibt einen Kinofilm über mein Leben. Ja, das ist ein öffentlich geförderter Kino. Ja, dann haben Sie schlecht recherchiert. Das ist typisch für euch Linke. Ja. Okay. Ja, ist so. Ja. Dann erzählen Sie mir's. Ich mache jetzt Ihre Arbeit, okay? Es gibt einen öffentlich geförderten Kinofilm, der heißt Der Soldat Monika. Da habe ich diskutiert mit der Natascha Strobel als Linke. Okay. Und es wurde mir auch empfohlen, von der Produktion und vom Regisseur, auch mit der sogenannten rechten Seite, mit Gottfried Küssel zu reden. Das habe ich getan. Ich verstehe, ja. Nachdem in den Medien behauptet wurde, ich stecke mit dem Neonazi unter einer Decke. Das lehnen Sie ab? Ja, ich lehne aber auch das Kontaktverbot ab. Es gibt keinen Kontakt. Ich rede mit jedem Menschen ganz wurscht, links, rechts, oben, unten, was weiß ich was. Ja, habe ich ja nicht in Frage gestellt. Das verstehe ich unter Demokratie. Was wollten Sie jetzt mit Ihrer Frage über Gottfried Küssel bewirken?
Ich wollte nur fragen, was Sie von ihm halten. Ich als Rechtsradikaler, den man durchaus, glaube ich, ich würde sagen, er ist ein Nazi. Falls er ein Nazi ist, ist er ein Linksradikaler. Ein linksradikaler Nazi. Nationalsozialismus war links, eindeutig. Mhm. Sozialismus. Zwangskollektivismus ist klassisch aus soziologischer Sicht links. Mhm. Das wollen die Linken nicht hören, das ist ganz klar. Dem Rechten geht es um Freiheit und dann um Gleichschaltung und dem Linken geht es zuerst um Gleichschaltung zu Lasten der Freiheit. Punkt. Also beide gleich schlecht? Nein. Nein? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich frage Sie ja. Ich bin stark für das Individuum. Und ich sage, die Gesellschaft ist so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Also setze mich dafür ein, dass Menschen ihre Individualität leben können. Das ist mein Lebensziel sozusagen. Mhm. Und ich sehe auf allen Seiten, dass das von keiner einzigen Partei, auch von der FPÖ nicht und von den Grünen schon gar nicht und den Roten auch nicht, unterstützt wird. Mein Kampf für die Operationsfreiheit an Transsexuellen, die über Jahrzehnte genötigt wurden zu irreversiblen Eingriffen, SPÖ keine Unterstützung, Grüne keine Unterstützung. Es waren Einzelpersonen wie ich, ein anderer beim Verwaltungsgerichtshof und ich beim Verfassungsgerichtshof, die das durchgesetzt haben, dass Menschen sich nicht mehr unter das Skalpell legen müssen. Wo waren da die ganzen Parteien? Naja, verstehst, ich verstehe es aus der Sicht des Individuums. Ja, da ist aber zu sagen, dass die FPÖ ja ganz klar ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau zuordnen, zeitlich, aber gesagt hat, dass es doch ein Wahnsinn ist, wer aller hier, da ging es zuerst um Familie, was eine richtige Familie ist, richtige Männer, richtige Frauen, richtige Kinder wahrscheinlich auch, oder das eher nicht. Mhm. Und da ging es dann auch um Transsexualität bzw. Geschlechtsdysphorie. Da sind Sie, das haben Sie eh richtig gesagt, auch nicht aufgehoben, gut, bei der FPÖ. Ja, sagen wir so, ich habe schon vorgetragen, einmal in FPÖ-Gremien 2015, da ist es um die Massenmigration gegangen, da hätte es niemand gewagt, mich beim Geburtsnamen irgendwo anzukündigen. Hier heute wurde ich mit einem Geburtsnamen angekündigt, der die Öffentlichkeit überhaupt nichts angeht. Mhm. Nicht umsonst bekommen Transsexuelle mit der Personenstandsänderung die Geburtsurkunde rückwirkend, in meinem Fall auf weiblich ausgestellt. Also warum werde ich da als Anton Justo zitiert? Das weiß ich nicht, ich nehme mal an, Sie haben das auch so bekannt gegeben. Nein. Das ist mir bei der FPÖ noch nicht passiert. Heißt aber nicht, dass die alle super sind. Ich bin auch nicht die Verteidigerin der FPÖ. Mhm. Aber ich stehe immer auf der Seite von denen, die irgendwo aus meiner Sicht zu Unrecht angegriffen werden und was der FPÖ angetan wird, nämlich, dass man auch nicht zuhören will, nicht in den Diskurs geht, sondern sagt, das ist weg, weil es ist nicht links und alles, was nicht links ist, ist gefährlich. Naja, tatsächlich ist es aber doch so, muss ich Ihnen entgegenhalten und dann kommt auch die Frage dazu, dass die FPÖ keinen Diskurs will. Ja? Die FPÖ redet zum Beispiel vor den Latzknallen, ja? Wenn es nicht passt. Also Sie sehen doch eine Diskursfähigkeit der FPÖ. Also die Leute, die ich von der FPÖ kenne... Im Parlament, Entschuldigung, ich rede von der parlamentarischen Arbeit. Also wenn man sich die Sitzungen so anschaut, es sind meistens die der gegnerischen Fraktionen, die nicht einmal zuhören, wenn die von der FPÖ reden. Aber das ist generell das Problem im Parlament. Mhm. Das ist ja wie im Kasperltheater, bitte. Da sitzt eine Fraktion neben der anderen. Sie wissen, Kasperltheater, Parlament, schwierig. Die Zeit ist aus. Ich muss jetzt die Befragung beenden, weil es kommt jetzt die andere Seite. Gerne. Zu Wort. Bin schon ruhig. Ja, da weiß ich erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Sie saß aus dem Konzept. Das war eine ganze Menge, ja, in der Tat. Aber nicht, ich war nicht alleine aus dem Konzept, die Kollegin auch. Sie haben das gerade schon angesprochen, dieses sogenannte Deadnaming, das ist ja in der Tat Freie Republik Wien. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von, ich glaube auch Non-Binären in unter den Leuten, ich weiß nicht, ob Sie das, haben Sie nicht verfolgt? Wissen Sie gar nicht? Okay, gut, dann frage ich das so nichts. Jetzt frage ich mal, wo sind denn Ihre sozusagen inhaltlichen Dissensen mit der FPÖ? Das würde mich interessieren. Nicht inhaltlich, glaube ich, sondern das Problem, dass sich auch in der FPÖ Menschen von mir bedroht fühlen, weil Leute, die Charisma und fachliche Kompetenz haben, ein Problem für Politdarsteller sind. Das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber es ist so. Es gibt 5 Offiziere des österreichischen Bundesheers, darunter 2 Generalstabsoffiziere, die sich gratis, unverbindlich, also ohne zur Partei zu gehören, angeboten haben, ihnen zumindest die geopolitischen Hintergründe zu erklären. Wie der Teufel das Weihwasser, nein, danke, ist klar. Charisma und Kompetenz zusammen sind eine Bedrohung für, sage ich mal, Politdarsteller. Ich hoffe, das wird nicht als beleidigend empfunden, denen es nicht um die Lösung geht. Sie sind haarscharf.
haarscharf dran, ja, ja. Ja, aber ja, das wissen Sie ja als Jurist. Ja, ich bin Juristin, aber deswegen habe ich auch Emotionen, wie Ihre Kollegin gesagt hat. Und Sie erkennen vielleicht auch meinen Zorn. Ich wünsche mir eine stärkere FPÖ. Ich wünsche mir auch eine stärkere und bessere AfD in Deutschland. Ich sehe sie nur nicht. Ja, da sagen Sie was. Ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich Sie fragen soll, weil das war jetzt, das war erschlagend. Das gebe ich gerne zu. Na, fragen Sie einfach. Nee, das macht mich fertig. Fragen Sie mir was Peinliches. Was Peinliches? Ja, es ist, kann ja auch was, oder darf ich was sagen, wenn Sie keine Frage haben? Leider. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 6:30. Was möchten Sie denn in den nächsten 6,5 Minuten sagen? Darf ich da jetzt einschreiten? Das ist, es ist ganz einfach nicht vorgesehen, dass unsere Zeugen Moment, jetzt selbstständige stell ich mal, Nee, das ist ja eine Frage von mir. Was? Eine vielleicht etwas einengendere Frage, wenn Sie stellen wollen. Also, was möchten Sie in den nächsten 6,5 Minuten zu dem Kasperle-Theater hier sagen? Das ist kein Kasperle-Theater hier. Das ist ein Theater. Finde ich nicht, weil es werden ja auch Menschen wie Sie und ich eingeladen und wir haben die Möglichkeit, unsere Sicht zu präsentieren. Ja, das muss ich schon sagen. Das hier ist kein Kasperle-Theater. Das Parlament hingegen manchmal schon. So, was ich da im Sackerl hochgehalten habe, sind in Summe, ich habe bis jetzt 6 Bücher geschrieben, aber ich halte es nicht raus, es soll keine Buchwerbung sein, es geht um den Inhalt. Bücher, wo es geht um individuelle Selbstbestimmung, wo es geht um Neutralität, wirkliche Neutralität in der Sicherheitspolitik, wo ich 2015 schon gewarnt habe, es kommt, die Regierung gewarnt habe in Buchform, es kommt zum Krieg in der Ukraine, es kommt zum Krieg in Nahost, das ist die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Ich wurde attackiert als rechtsextreme Verschwörungsideologin. Von wem? Nicht von der FPÖ, sondern von den Grünen. Und 2021 mit Corona-Diktatur waren es die Neos, die mir als rechtsextreme Verschwörungsideologin bezeichnet haben. Und auf das hinauf habe ich gesagt, okay, euch geht es allen nicht um Analysen und um Prognosen und um Lösungen, euch geht es um Wählerstimmenfang. Und damit sind wir leider in einem Zustand, wo die Demokratie gefährdet ist in Österreich und auch in Deutschland. Es geht nicht mehr um Sachlichkeit, um Lösungen im Sinne von allen, auch im Sinne der Migranten und LGBTQ und wie die ganzen Minderheiten heißen. Es geht um politische Richtungen, wo links mit rechts und wie sie alle bezeichnen, jeder in Graben kämpfen, sich vertiefen und kein Diskurs mehr besteht. Das ist die Bedrohung unserer Demokratie. Und wenn jemand versucht, eine Partei zu verbieten, auch wenn man vielleicht nicht einverstanden ist aus den verschiedensten Gründen wie AfD oder FPÖ in Österreich, indem man die Gelder entzieht, dann ist das Undemokratische. Ich kann doch nicht eine Partei verbieten, hinter der potenziell 30% der Wähler stehen. Man sollte aus der Geschichte lernen. Das ist genau der Grund, warum die NSDAP so extremistisch worden ist. Weil sie von Anfang an teilweise verarscht und missbraucht und dann auch versucht wurde, sie zu lenken. Das ist die historische Realität. Ist verboten worden, dass es einen Putschversuch gegeben hat. Naja, ich glaube. Ja, und in diesem Putschversuch wurde sie auch gelenkt. Das wissen wir ja. Ich glaube, Sie haben jetzt Ihre wichtigste Botschaft, darf ich das so zusammenfassen? Ah, noch lange nicht, aber es ist die Zeit beschränkt. Ich fürchte, Herr Dietrich hat trotzdem recht an der Stelle, aber trotzdem herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Nicht entlassen? Sie sind entlassen. So im BMNV 2022. Aber Sie können gerne noch zuhören, das steht, ist natürlich, sind Sie eingeladen. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Jetzt, wenn du magst, kannst du jetzt mal erzählen, wie das war und wie du alles erlebt hast. Ja, danke, lieber Johannes, für die Möglichkeit und hallo, liebe Zuseher. Ich darf kurz korrigieren, ich war im Verteidigungsministerium Ministerialrätin und Juristin und Offizier beim Heer. Ja. Das Ministerium ist übergeordnet und das Heer ist nachgeordnet. Die Aktion in Wien, Wiener Prozesse genannt, wo ich am 8. Juni da als Zeugin oder als Expertin geladen wurde, war, wie man sieht, ein Schauprozess, nur halt, wie du eh sagst, mit echten Richtern und Anwälten. Und mir ging schon der Feidel in der Hosen auf, wie man in Wien sagt. Also mir ging schon das Klappmesser in der nicht vorhandenen Hose auf, ich trage Röcke, und weil ich gehört habe von der Anklägerin, dass die FPÖ, ich will sagen, nicht nur verglichen, sondern fast schon gleichgesetzt wurde mit der NSDAP. Also für mich unpackbar, wie man so etwas konstruiert und versucht, propagandistisch zu wirken, um eine Partei schlecht zu machen. Und ich schicke voraus, ich bin keine Wählerin der FPÖ. Ich habe eine gewisse Nähe zur FPÖ. Ich kenne auch Leute bei der FPÖ, aber ich selbst glaube an dieses parteipolitische System nicht mehr, sage ich ganz offen. Aber ich bin Demokratin und wünsche mir daher eine starke FPÖ, wie auch eine starke andere Parteien. Ja, ich bin für Buntheit und liberales Prinzip und Demokratie. Und wie ich das gehört habe, wie da losgegangen wird auf eine Partei, hat mich das nicht nur an die Presseberichte über die AfD in Deutschland erinnert, die ja auch geframed werden, sondern auch an mein eigenes Leben.
wo ich 2015 ja schon, da war ich eben noch im Ministerium, ich war ja bis 2022 dort, wo ich veröffentlicht habe, ein Buch, God Bless You Putin ist der provokante Titel, dass der Ukraine-Krieg und der Nahostkonflikt als Krieg bevorstehen und dass uns der Dritte Weltkrieg droht. Und ich wurde medial und politisch als Verschwörungstheoretikerin hingestellt, inklusive einer parlamentarischen Anfrage der Grünen damals an den damaligen Verteidigungsminister, wann die rechtsextreme Verschwörungsideologin Monika Donner endlich rausgeschmissen wird. Und da habe ich mir gedacht, wo bin ich hier gelandet? Als Offizier, als Ministerialrätin wird mir Rechtsextremismus vorgeworfen. Auch eine Nähe zum Nationalsozialismus ist mir von links-linken Blättern nachgesagt, was völlig absurd ist, insbesondere aufgrund meiner Biografie. Und wie ich dann wurde versucht, mich rauszuschmeißen. Ja? Und wie ich das Buch Corona-Diktatur veröffentlicht habe, 2022, hat man, also 21, Entschuldigung, hat man versucht, mich dann zu entlassen. Ja? Also ein faktenbasiertes Buch mit Prognose auch, genau auf das abstellend, was wir jetzt erleben in Richtung digitale Diktatur. Und auch das Framing gegenüber diesen Parteien wurde von mir schon prognostiziert, auch in Corona-Diktatur. Und da hat man versucht, mich zu entlassen. Aber man musste sich dann einigen auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses. Ich glaube, wir haben es in einer Sendung schon behandelt, weil meine Anwältin gesagt hat, okay, dann machen wir das Buch Corona-Diktatur zum Beweismittel. Und das wollte man dann doch nicht vor Gericht. Ja? Genau, also ich möchte jetzt vielleicht für die Zuschauer nochmal erklären, festhalten, dass wir also hier jemanden haben. Also der Posten, der war sehr gut bezahlt. Ministerialrätin, das ist ein hoher Dienstgrad. Und also Monika hat also dieses Verhältnis aus Überzeugung, hat sie auf das Geld verzichtet im Endeffekt, hat also diese Bücher geschrieben und hat also statt, hätte er auch einfach nichts sagen können und da einfach weitermachen können und hat aus Überzeugung, dass, ja, also sich für einen anderen Weg entschieden. Das muss ich mal sagen, also das finde ich ist wirklich, das muss man erstmal machen. Das gibt es nicht viele, die sowas machen. Und auch, es gibt auch ganz viele in Deutschland, die eigentlich was sagen könnten, die schon in Rente sind und die abgesichert sind, die noch viel besser abgesichert sind und nichts sagen. Das möchte ich mal ganz klar hervorheben und ja, das ist sehr traurig ist. Und aber bei Monika umso ja, vorbildlicher ist, kann man sagen. Ja. Danke, lieber Johannes. Ja, ich wollte allerdings in diesem System dann eh nicht mehr arbeiten, ja, weil ich habe ernsthaft gelobt als Offizier damals für andere Menschen, für dieses Volk, für dieses Land gerade zu stehen mit der Waffe in der Hand, im Bedarfsfall das Leben zu lassen, für Demokratie, Rechtsstaat, liberales Prinzip einzustehen, mit meinem Leben, wenn es sein muss. Ja? Und dann sehe ich, wie in dieser Republik mit Menschen umgegangen wird, dass der Mensch überhaupt nichts mehr zählt, was politische Parteien auch anrichten in diesem Land und insbesondere auch die Medien. Und ich wollte dann auch gar nicht mehr in diesem Job bleiben. Das muss man auch dazu sagen. Es hat ja eine Vorgeschichte, wie gesagt, seit 2015 bei mir. Und aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, wenn ich was sage, dann meine ich das. Ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten. Ich hätte dort auch gar nicht mehr arbeiten können. Ja? Und ich habe erkannt, weil ich ja auf zig Demos in Österreich war, also auf fast allen großen Demos in der C-Blödemie-Zeit, also Corona-Blödemie-Zeit, und da auch über 100 Vorträge gehalten habe in dieser Zeit, in Kirchen, in Weinkellern, also überall, was Gott und die Welt verboten hat sozusagen, habe ich vorgetragen und auch das Buch Corona-Diktatur veröffentlicht, zig Interviews in den Medien, na, das konnte natürlich eine gewisse Clique im Verteidigungsministerium so nicht durchgehen lassen. Sie haben angeblich direkt vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz die Weisung gekriegt, mich auszuschmeißen. Und da ich weiß, wie gearbeitet wird, wie geframed wird. Ich kann mich an einen Standardartikel erinnern, also von der Zeitung Standard, linksliberales Blatt, so nennen sie sich. Die haben tatsächlich, wo ich auf einer Demo in Wien gesprochen habe, vor tausenden Menschen, wurde gleichgesetzt Impfgegner mit Neonazis. Monika Donner, Ministerialrätin, spricht vor Neonazis und Impfgegnern. Ich habe keinen einzigen Neonazi gesehen. Ich habe mit Ärzten gesprochen, mit Psychotherapeuten, mit Fliesenleger, mit allen möglichen Menschen, nur ich habe keinen einzigen Neonazi gesehen, das hat sich auch niemand so deklariert dort. Es ist absurd, dieses Framing. Und als ich dann, um jetzt aufs Thema zurückzukehren, bei diesem Schauprozess in Wien am 8. Juni gehört habe, wie mit der FPÖ, einer demokratisch legitimierten Partei, hinter der in Österreich zwischen 25% und 30% der Bevölkerung stehen, also nahezu ein Drittel der Bevölkerung stehen, hat es mich an meine eigene Sache erinnert und gemäß meiner rechtlichen Beurteilung
Ist die FPÖ eine politische Partei, die mit der Demokratie und dem freiheitlichen Prinzip sehr gut verwurzelt ist? Zumindest besser als alle anderen. Ich sage immer wieder, ich kritisiere die FPÖ, sie könnte viel besser sein, aus meiner Sicht um Lichtjahre besser, aber das ist ja deren Problem. Aber die FPÖ, einer der wenigen Parteien, die noch für Land und Volk stehen, so zu diskreditieren und mit dem Nazi-Gesindel, mit diesem linken Nazi-Gesindel in eine Ecke zu stellen, das geht gar nicht. Und es hat mich an mich selbst erinnert und auch an Kameraden von mir, die so geframed wurden und auch an die Corona-Blödemie-Zeit, wo wir ja alle als Schwurbler, als Rechtsextremisten, als Verschwörungstheoretiker, als Neonazis und was weiß ich was gebrandmarkt wurden, habe ich beschlossen, ich gehe da jetzt drauf und sage, was Sache ist. Ich hatte nichts vorbereitet, vielleicht ein paar kleine Sätze, was versteht man unter links und rechts, aber man hat eh gemerkt, ich habe spontan geantwortet und ich war geladen, wie man sieht. Ich war wirklich aufmagaziniert, auch mit Wut. Und das hat viel Beherrschung gekostet, hier nicht zu schreien, sondern diese Leute als das vorzuführen, was sie sind. Und aus meiner Sicht haben wir es mit Meinungsdiktatoren zu tun, die dem Nationalsozialismus 100-mal näher stehen als die FPÖ und auch als Menschen wie du und ich, Johannes. Also mir ist auch aufgefallen, dass bei diesem Schauprozess, also skrupellos, eigentlich immer die gleiche Methode angewendet wird, die auch hier angewendet wird. Und zwar, dass man also die volle Aufmerksamkeit auf die FPÖ lenkt, dann versucht, irgendwelche Schwächen rauszufiltern, das maximal negativ zu interpretieren, auch fälschlich zu interpretieren oder Einzelfälle rauszugreifen und das dann so umzuinterpretieren, dass die Leute dann denken, das ist eine unmögliche rechtsextremistische Partei. Wohingegen man zu den anderen Parteien, wo man also viel mehr finden könnte, also wo wirklich was vorliegt, das verschweigt man einfach, wodurch bei den Leuten der Eindruck entsteht, okay, mit der Partei stimmt was nicht, die Partei ist ein Problem. Oder allein, indem man die Aufmerksamkeit auf die FPÖ lenkt, dann so suggeriert wird, alle anderen sind okay, die FPÖ ist ein Problemfall. Und allein schon, dass darüber diskutiert wird und natürlich auch die Moderatorin oder auch diese Frau, die hat ja schamlos ausgenutzt, dass sie sozusagen in der Fragerolle steht und sozusagen ihr die Themenlenkung zusteht. Weil das ist mir auch aufgefallen bei dem ganzen Prozess, allein schon diese Themenlenkung, das dann wird dann so in ist schon fast ein Propaganda-Erfolg für sich allein, weil dann sozusagen die Frage aufgeworfen wird. Also was eigentlich vollkommener Schwachsinn ist, wird dann die Frage aufgeworfen, ist es so, ist es so nicht? Und dann stehen die anderen alle als sauber da, da muss man ja die Frage gar nicht stellen und nur bei der FPÖ muss man sozusagen diese Frage stellen. Und ich fand das super, wie du das gemacht hast, dass du so gleich wahrscheinlich intuitiv, dass du perfekt sozusagen dieses, dass du entblößt hast und diese Aufmerksamkeit auf diese Themenlenkung geworfen hast. Und was natürlich jetzt bei dir auffällt, was auch generell auffällt, in Deutschland ist eigentlich jetzt, das eigentlich seit 100 Jahren, kann man sagen, also jeder, der rund Russland feindlich ist, wird gefördert und jeder, der Russland freundlich ist, der wird stigmatisiert. Und das ist, habe ich früher auch gar nicht gemerkt, dass zum Beispiel auch bei den Linken, also auch in Deutschland, also in der Partei, der ich nicht nahe stehe, also bei weitem nicht nahe stehe, mir ist eigentlich schon immer aufgefallen, dass die nicht so gefeiert wurden wie die Grünen. Das könnte man sich eigentlich vorstellen, warum wurden denn eigentlich die Linken gefeiert, warum wurden die Linken nicht gefeiert, die Grünen gefeiert. Und eigentlich, es fällt überall auf, also auch bei der AfD, dieser Rechtsextremismus, dieses Framing, es fällt immer auf, jeder, der Russland gegenüber freundlich oder jeder, das ist eigentlich auch noch falsch, also jeder, der nicht feindlich gegen Russland eingestellt wird, wird fertig gemacht. Und in Österreich ist ja anscheinend genau das Gleiche. Es ist das Gleiche und das Perverse daran ist, dass wir die Parallele zur Corona-Blödemie haben. Die autonom für ihre eigene Gesundheit und für Menschenrechte, für Demokratie auf der Straße waren, wurden als rechtsextrem bezeichnet. Ja, also Sie meinen damit Nationalsozialismus näher, ja, im Sinne von antidemokratisch, diktaturfreundlich und so weiter. Und dasselbe Spiel jetzt mit Russland. Die für den Frieden eintreten, sind die sogenannten neuen Rechtsextremen. Und damit ist klar, das Wording ist falsch. Das Wording ist sowas von falsch, außer man versteht unter rechts richtig. Ja, dann sind wir extrem richtig, wenn wir für den Frieden und für physische, also autonome Selbstbestimmung in Gesundheitsfragen sind. Aber so verstehen sie es ja nicht, die Propagandisten. Die Propagandisten meinen, sie dürfen uns als Nazis oder sonst irgendwas bezeichnen, weil wir ihrem Diktat nicht entsprechen. Und das alleine ist ja schon demokratieschädlich, dass man eine Linie vorgibt. Daran musst du dich halten, denn die Meinungsfreiheit, und wir reden noch gar nicht von wissenschaftlichen Expertisen, wie ich sie veröffentliche, was ja auch unter die Meinungsfreiheit zählt, die Meinungsfreiheit ist der Grundpfeiler der Demokratie. Und es wird jetzt seit Jahren intensiv die Meinungsfreiheit bekämpft. Von jenen, die sich als Wächter der Demokratie ausgeben, von jenen, die für Zwangsmaßnahmen während Corona waren, von jenen, die für den Krieg gegen Russland sind. Ja, fällt uns vielleicht endlich einmal auf, dass antirussische Haltung, also eine Russophobie,
nichts anderes ist als das, was auch die Nationalsozialisten gepflegt haben. Hitler war absolut antirussisch geprägt. Richtig, da stellt sich natürlich auch die Frage, dass natürlich, ja, wie das denn sein kann, dass Hitler überhaupt groß wurde, ist ja ein Thema, das ich auch schon erörtert habe. Und ja, dass eben bei Russland auch die, dass bei Hitler auch die Parallele ist, bei den Nationalsozialisten, dass Hitler russlandfeindlich war und vor allen Dingen, dass ja Hitler Krieg führen konnte, also das Öl aus, weiterhin aus den USA geliefert wurde, wohingegen man Japan, man ja das Öl sanktioniert hat. Also man ja Japan provoziert hat, Pearl Harbor anzugreifen, indem man Japan von der Ölzufuhr abgeschnitten hat. Das heißt, wenn man jetzt wirklich gewollt hätte, dass Hitler keinen Erfolg hat oder dass Hitler, dass kein Krieg in Europa ist, hätte man ja Hitler nur das Öl abstellen müssen. Also hätte ja. die Nationalsozialisten, das wird immer so dargestellt, es war ein tragisches Unglück und die Nazis wollten den Krieg. Es gibt ja auch interessante Bücher dazu, wer tatsächlich 1939 den Krieg ausgelöst hat, das waren wahrscheinlich vielmehr die Briten. Wobei natürlich damit nicht in Frage steht, dass die finsteren Absichten von Hitler stehen damit nicht in Frage. Aber der konkrete Auslöser waren wahrscheinlich die Briten. Weil, ja. weil Deutschland eigentlich 1939, allein wenn man Hitler das Öl abschneidet, hat er sofort verloren. Also im Grunde, also mir stellt sich das so dar, dass Hitler nie eine Chance hatte. Das ist eigentlich ganz unerwartet war für die anderen, dass Hitler ja noch so viel Erfolg feiern konnte. Sagen wir so, wenn, Konjunktiv, wenn das Deutsche Reich es geschafft hätte, die Lufthoheit zu wahren, also wenn die Battle of Britain, die Luftschlacht um England, gewonnen worden wäre, dann hätte es ziemlich sicher keine Invasion an der Westfront gegeben, weil mit der Lufthoheit gibt es dann auch natürlich keine Seestreitkräfte, die hier schadlos anlanden können. Und dann hätte die Ostfront, das hätte auch anders ausgehen können. Ja? Also der Wendepunkt war natürlich 1940, aber wo die Briten garantiert schuldig für den Weltkrieg sind, und das muss man ganz laut betonen, ist die Kriegserklärung an Deutschland nach dem Einmarsch in Polen. Und zwar zuerst nimmt Hitler die Juden in Geiselhaft. Ich glaube, 31. Jänner 39 sagt er bei einer Reichstagsrede, wenn, was ja falsch ist, aber er hat es behauptet, wenn die Juden noch einmal einen Weltkrieg vom Zaun brechen, dann wird es nicht das Ende des Deutschen Reiches sein, sondern der jüdischen Rasse. So, Rasse ist eher Blödsinn, aber egal. Also so hat er es gesagt, so ähnlich. So. Und auf das hinauf wird dann eskaliert in Polen. Ja, Polen hat ja auch provoziert, das weiß man. Und England hat erklärt, sie werden mit Frankreich... Ganz kurz unterbrechen, bei Polen, sie wurden ja aufgestachelt von den Engländern. Also sehr wahrscheinlich, dass sie das wollte ich ja gerade sagen. Sie haben gesagt, wenn euch die Deutschen mit Krieg kommen, stehen wir sofort bereit. Das ist dieselbe Lüge wie bei der Ukraine jetzt. Ja? Das heißt, man zündelt, man animiert, man provoziert, man veranlasst jemanden, sich auf England und Frankreich zu verlassen. Die kommen dann aber nicht zu Hilfe, so wie es versprochen war. Und dann wird Deutschland der Krieg erklärt, aber Russland, also der Sowjetunion, nicht. Obwohl die Sowjetunion sich ja die Osthälfte von Polen unter den Nagel gerissen hat und die Deutschen sich den Westen. Muss man sich fragen, warum haben sie denn nicht Russland den Krieg erklärt? Na ganz klar, weil das die Balance of Power Strategie ist. Man unterstützt immer den Stärkeren gegen den Schwächeren und es geht bei uns am Kontinent immer um Deutschland und Russland. Du und ich haben ja schon in der Sendung mindestens eine, ich glaube sogar drei drüber gemacht. Ja? Brauchen wir jetzt nicht hier vertiefen, aber es geht immer um dieses Kräfteverhältnis, dass man den Schwächeren gegen den Stärkeren aufrüstet und umgekehrt. Und jetzt ist ganz wichtig zu wissen, dass den Krieg, den Weltkrieg, hat Großbritannien vom Zaun gebrochen, denn aus einem regional begrenzten, also aus einem lokalen Krieg, dem deutsch-polnischen Krieg, wurde erster Weltkrieg, wie Großbritannien ihn daraus gemacht hat, durch die Kriegserklärung und Frankreich durch die Kriegserklärung. Erst dann war es ein Weltkrieg. Genau, wir betonen dabei natürlich immer die Reichspogromnacht, der Judenhass von Hitler, das hat damit nichts zu tun. Also Hitler war ein Judenfeind, er hat also verallgemeinert, hat also einfach harmlose Leute, die da ihre Geschäfte betrieben haben, die war eben so Opfer wie von der Reichspogromnacht jeder andere. Und natürlich, das wollen wir nochmal betonen, weil natürlich wird versucht, uns zu framen, dass wir jetzt plötzlich Hitler-Versteher sind und Hitler wollte ja eigentlich gar keinen Krieg und so weiter. Wir gehen jetzt von den aktuellen Ereignissen aus. Das hat nichts damit zu tun, dass Hitler nicht alle Juden umbringen wollte. Dass das nicht seine ehrliche Absicht war, was er ja... was ja wirklich ausdrückt und natürlich, wie schrecklich die Geschichte war, mit den Leuten umgegangen wurde, wie dann einfach die Leute drangsaliert wurden, die auf finsterste Weise dann Geschäfte eingeschlagen wurden, Leute enteignet wurden und ja, also das ist so die unterste Schublade ist, die man sich vorstellen kann, von den ganzen Ermordungen wollen wir dann gar nicht sprechen.
Aber hier geht es ja um den Krieg, um die Geostrategie in Großbritannien. Und es ist natürlich immer der Trick gewesen von Großbritannien, sozusagen von der eigenen Rolle, von den eigenen finsteren Rolle abzulenken, indem man sozusagen immer das daraus konzentriert, ja, Hitler war der Böse, und sagen, weil Hitler der Böse ist, sind sozusagen wir die Guten, weil wir gegen Hitler gekämpft haben. Tatsächlich sieht die Lage, wenn man sich das genauer anguckt, sieht das, hätte man natürlich Hitler viel effektiver bekämpfen können, beziehungsweise hätte man Hitler, wäre wahrscheinlich gar nicht, ja, Hitler wäre gar nicht groß geworden, wenn die Medien nicht unterstützt hätten. Aber das ist wieder jetzt ein anderes Thema. Naja, aber ganz kurz noch, man muss das ja eigentlich nur umdrehen. Wenn es das Böse gibt, ja, honorologisch, also das politisch Böse, dann sitzt es in London und in Washington und nicht in Berlin und auch nicht in Wien. Denn an der Urkatastrophe, Erster Weltkrieg, das ist die Urkatastrophe, sind die Briten schuld. Die Briten und die Amerikaner, also Angloamerikaner. Dieser Krieg ist die Urkatastrophe. Man muss den Zweiten Weltkrieg als Verlängerung des Ersten verstehen. Also im Grunde ist es ein langer Weltkrieg von 1914 bis 1945. So ist es korrekt, historisch zu sehen, und das sagen auch einige oder fast die Mehrzahl auch der Mainstream-Historiker. Es ist anerkannt, der Erste Weltkrieg ist die Urkatastrophe. Ohne den hätte es keinen Hitler und damit auch keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Und dieser Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe, wurde uns Deutschen, also den Bundesdeutschen und auch den indigenen Deutschen in Österreich, angetan. Und das war geplant bereits ab 1906, also 8 Jahre vor Kriegsbeginn, in London in fast allen Details und wurde bis spätestens 1912, also 2 Jahre vor Kriegsbeginn, in allen Details vorbereitet, inklusive Frankreich und Russland. Ich habe das, ich darf es kurz hinhalten, in diesem Buch, Krieg der Rebellschaft Band 1, und da steht drunter, warum Deutschland sterben soll. Das ist der Untertitel. Da habe ich es nachgewiesen, auf über 800 Seiten. Jetzt werden Leute sagen, muss ich das lesen? Also ich kann nur sagen, ihr könnt es schneller lesen, als ich es geschrieben habe, denn ich habe da über 2300 Quellen, die eh alle angeführt sind, studiert, auch aus den Archiven heraus. Ich musste ja als Ministerialrätin auch sorgfältig privat arbeiten, damit man mich eben nicht wegen einem weiteren Buch versucht abzuschießen. Und da habe ich es eben festgestellt, dass dieser Krieg in allen Details fast geplant war und wie das durchexerziert wurde, um Deutschland und Österreich-Ungarn, das Deutsche Kaiserreich und die Monarchie Österreich-Ungarn kaputt zu machen, damit man indirekt den eurasischen Kontinent beherrscht. Die Mitteleurasische Allianz inklusive eigener Ölversorgung, du hast das genannt, wie wichtig Öl ist, aus dem Nahen Osten zu verhindern. Denn das war alles schon geplant. Die Weltmacht wäre gewesen, die Mitteleurasische Allianz und damit Eurasien, unser Kontinent sozusagen, die Weltinsel, Europa, Asien und Afrika zusammen und nicht die USA, die ja viel kleiner sind und schon gar nicht England. Das war aber das Ziel dieser Kräfte dort, die Weltherrschaft zu erringen, und damit musste man Deutschland kaputt machen und letztlich ja dann auch sofort nach dem Zweiten Weltkrieg auf Russland umschwenken. Das heißt, das muss man doch bemerken. Kaum war Deutschland niedergekämpft, gab es das neue Feindbild, und das ist Russland. Fällt den Menschen das nicht auf? Und dieses Feindbild Russland ist bis zum heutigen Tag. Denn Deutschland ist seit 46 eh nichts anderes als eine Vasallenstaat der USA, indirekt über die Mitgliedschaft bei der NATO. Und das ist Faktum. Das muss man endlich mal so sehen. Dass so die Dinge sind genau so, wie ich es jetzt gesagt habe. Nur hören das viele Menschen nicht gerne, weil es unbequem ist. Der Trick ist bei den Medien oder grundsätzlich, dass jetzt werden sich viele denken, ja gut, ja, das ist ja, das sind zwar Quellen, aber die Quellen, die stimmen nicht, oder da gibt es andere Quellen, die dagegen sprechen, und das ist jetzt ja hier eine Mutmaßung und das ist eine Verschwörungstheorie. Nein. Und das ist bei vielen Sachen ist das so, beispielsweise auch beim 11. September. Und der Trick der großen Medien ist, dass diese ganzen Quellen, die jetzt Monika hier zitiert, die sind überall, die sind verfügbar und werden nicht bestritten, sondern die werden einfach ausgeschwiegen. Also es werden einfach die wichtige Quellen in allen Bereichen, die existieren, die kann jeder nachgucken, aber das macht keiner, sondern jeder konsumiert die großen Medien, weil natürlich, man hat natürlich nicht unendlich Zeit, sich immer zu recherchieren, also jetzt auch gerade, vor allem auch ist es jetzt vom Bildungsstand her bei vielen auch gar nicht möglich, und auch wie man jetzt diese ganzen Quellen, wie man da rankommt, das ist ja eine Arbeit, das schaffen ja viele gar nicht, sondern die gucken die großen Medien, die Medien schreiben es aus, und es wird dann einfach ein Narrativ verbreitet, also wieder der Fakten wird ein Narrativ verbreitet. Und es wird aber das, was Monika sagt, wird überhaupt nicht bestritten, es wird einfach ausgeschrieben. Oder jetzt in vielen Bereichen. Ja, ich kann ein Beispiel geben. Wie ich dieses Buch, das Krieg der Rebellschaft, ist schon kritisiert worden im Standard 3 Monate, bevor es auf dem Markt war. Das heißt, die haben aus dem Buch, ohne dass ich das bestellt hätte, einen Bestseller, einen Mega-Bestseller sogar gemacht. 2017 war das.
Und 3 Monate bevor es überhaupt erschienen ist, nur die hatten kein Buch. Sie haben auf Amazon die Beschreibung gelesen und haben darüber gerülpst. So eine Angst herrscht. Ja? Und dann habe ich dem Redakteur die Frage gestellt, darf ich Ihnen das Buch schicken? Vielleicht möchten Sie ja darin nachlesen und einmal erkennen, dass es keine Verschwörungstheorie ist. Es ist ja ein offen artikulierter Plan von den Angloamerikanern, der in der Realität umgesetzt wurde und wird. Und daher haben wir keine Verschwörung, keine Theorie, sondern eine aktuelle, bis heute laufende Agenda-Praxis. Und er hat gesagt, ja, schicken Sie mir das Buch. Ich habe nach einem halben Jahr nachgefragt, dass er es noch immer nicht gelesen gehabt, fertig. Hat er geschrieben, ja, ist schon ein dickes Buch. Sag ich, ja, Sie lesen ja langsamer, als ich schreibe. Und ein halbes Jahr später schreibt er mal zurück, ja, ich habe es gelesen. Sag ich, ja, und? Gibt es jetzt einen berichtigenden Artikel? Sag ich, da kann ich nicht machen, weil das ist ja nicht Mainstream, was Sie schreiben. Seit wann heißt denn Mainstream richtig? Das heißt, das ist ja unwissenschaftlich. Ist ja klar, dass es nicht Mainstream ist, sondern ich decke ja etwas auf, was ganz evident jeder Mensch, der noch alle Tassen im Schrank hat, weiß, die Kriegsgeschichte schreibt immer der Sieger. Und ich habe jetzt eine Berichtigung geschrieben. Ich habe es so dargestellt, den Ersten Weltkrieg, wie er war. Nämlich angloamerikanisch geplant, mit allen Quellen, da gibt es keinen Zweifel. Also wenn man das liest, das ist, wenn das eine Beweisführung vor Gericht wäre, wäre sie wasserdicht. Also unwiderlegbar, klassisch unwiderlegbar. Man kann aus ideologischen Gründen sagen, ich will das nicht wahrhaben. Aber es ist wie bei Corona, da habe ich auch rechtzeitig gesagt, das ist eine mittelschwere Grippe. Jetzt steht es in den RKI-Protokollen drinnen, vom 19. März 2021 zum Beispiel, dass Covid nicht so schlimm ist für die alten Menschen, beziehungsweise dass die Grippe schlimmer ist als Covid. Und zwar die normale Grippe. Wir reden ja nicht mal von einer schweren Grippe. Menschen wie wir, die das schon 2020 und 2021 gesagt haben, wurden geframed als Rechtsextremisten, als Idioten, als Schwurbler. Es steht in den RKI-Protokollen drinnen. Aus, Punkt, Ende, Amen. Der Vater zuckt drüber. Und genauso war es beim Ersten Weltkrieg. Nur weil gewisse Leute etwas nicht hören wollen, heißt das ja nicht, dass es nicht wahr ist. Ja, und manche Menschen, wie du richtig sagst, sind bequem. Die wollen nicht Bücher lesen, aber sie schauen am Tag bis zu 6 Stunden fern, ja, und lassen sich benebeln, berieseln. Das hat ja nichts mit Information zu tun. Das hat auch nichts mit kreativem Denken zu tun. Da entstehen auch keine eigenen Bilder. Man wird dauernd über die Bilder in der Flimmerkiste praktisch so geframed, so portioniert, dass man als nützlicher Sklave im Alltag funktioniert. Das ist die Realität. Und das geben sie ja inzwischen sogar zu, dass es so ist. Da braucht man gar nicht mehr diskutieren. Und jeder, der davon abweicht, wird irgendwie als Anrüchig hingestellt, als Verschwörungstheoretiker, als AfD-Wähler, als FPÖ-Wähler, als Schwurbler, als Rechtsextremist, als Neonazi, was weiß ich, was einem noch alles einfällt. Nur es wird schon langsam, sage ich mal, dünn die Luft, weil dieses Framing, diese extreme Ausreizung der Begriffe wie rechtsextrem, die noch dazu falsch sind, führt dazu, dass wir eine Verharmlosung des Nationalsozialismus haben. Und die Leute schon langsam wurschtig werden, und das ist die wirkliche Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne, denn sie stellen es ja so dar, indirekt, als sei Hitler ein waschechter Demokrat gewesen. Denn die Leute, die auf der Straße standen, mit dem Grundgesetz in der Hand, haben sich für Demokratie und Freiheit eingesetzt, und die wurden aber als Neonazis gefremdet, und damit unterstellen die, die sagen, dass die Nazis sind, dass Hitler ein waschechter Demokrat war. Und das ist Wiederbetätigung. Das ist Wiederbetätigung. In Deutschland nennt es Volksverhetzung, ne? Und ich denke, viele in Deutschland denken sich jetzt, oder vielleicht viele Zuschauer denken sich jetzt, ja, okay, die Meinungsfreiheit, oder das denke ich mir auch, die Meinungsfreiheit, das war, also die Demokratie hat nicht funktioniert die letzten Jahre, und sie hat wahrscheinlich, also aus meiner Sicht hat sie nie richtig funktioniert. Jetzt denken wahrscheinlich viele, naja gut, die Demokratie funktioniert nicht richtig, aber gut, ist ja auch eine Illusion. Ist ja auch, wir sind ja nicht in Disneyland, und eigentlich, die USA, wir sind vielleicht sowas wie, in Anführungszeichen, wobei geschichtliche Vergleiche immer, wir sind keine Kolonie, der Vergleich, das passt nicht. Oder man kann sagen, was Kolonie-ähnliches. Und viele denken sich jetzt wahrscheinlich, ja gut, aber auch wenn es so ist, ist ja nicht schlimm. Uns ging es ja gut. Wir hatten ja Wohlstand, 50 Jahre, war ja alles ganz friedlich. Und das ist dann ja okay, dann ist es halt so, dann nehmen wir das halt hin. Und ja, wir haben dann halt keine Meinungsfreiheit, aber wir haben ja ein gutes Leben. Wir haben ja ansonsten Demokratie, die Gerichte, normal, jetzt wird man ja schon geschützt. Und ist ja eigentlich alles gut. Aber die Leute übersehen, aber aus meiner Sicht, da gab es einen Spion, der hat den Sowjets die Pläne für die Atomwaffen verraten. Also ist natürlich jetzt nicht ganz klar, inwieweit es dazu beigetragen hat, dass die Sowjets die Atomwaffen so früh hatten. Aber jedenfalls hat dieser Mensch, das war ja ein
Der Klaus Fuchs war ja ein anerkannter Wissenschaftler, er hätte das ja nicht machen müssen. Er hätte die Sowjets denen das nicht verraten müssen. Und er hat das aus dem Grund gemacht, weil er der Überzeugung war, dass wenn es kein Gleichgewicht gibt, wenn es kein atomares Gleichgewicht gibt, dass dann die USA Atomwaffen auf Russland abschmeißen, so wie sie es auf Japan abgeschmissen haben. Ja. Und dann sieht man, dass es wahrscheinlich Zufall war. Also dass nur durch dieses zufällig, das eigentlich gar nicht geplant war von den USA, dass es dieses atomare Gleichgewicht gab, wodurch plötzlich die USA nicht angreifen können, ohne selbst angegriffen zu werden, dass nur das uns zufällig den Frieden beschert hat. Und dass dieser Frieden jetzt wieder in Gefahr ist. Die Medien wollen ja Deutschland, also sie betreiben ja eine russlandfeindliche Stimmung. Putin ist das Böse, Russland ist das ultimative Böse. Wir müssen Russland möglichst bekämpfen, damit Russland nicht uns angreift. Das heißt, es wird ja eigentlich ein Krieg angezettelt, dass wir, dass auf Eurasien wieder ein Krieg herrscht. Ja. Und wir damit involviert sind. Und sozusagen, die, wir das möglichst außerhalb der USA machen, wir da angreifen. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass man sich mit dem Zustand, der jetzt ist, nicht zufrieden geben kann, dass wir in höchster Gefahr sind und dass man das auf keinen Fall, diesen Koloniestatus, so wie man es nennen kann, diese Medienherrschaft, dass man das nicht hinnehmen darf. Oder wie siehst du das, Monika? Genau so. Es ist der Status eines Vasallen. Also die USA sind ein Imperium und haben ja so in der Mitte der 50er Jahre ganz offiziell Großbritannien als Weltmacht abgelöst und als Weltpolizist sozusagen und damit auch den Bock zum Gärtner gemacht. Und wenn jetzt Deutschland angloamerikanische Interessen wahrnimmt und ungeprüft das tut, was von der angloamerikanischen Seite vorgegeben wird, dann ist das die Verlängerung, also Deutschland macht sich mit zum Täter, zum verlängerten Arm, ist die Verlängerung dessen, was Großbritannien und USA seit dem Ersten Weltkrieg hier inszenieren in Eurasien. Mit inszenieren. Ich sage nicht nur, aber mit inszenieren. Und ohne diesen Ersten Weltkrieg hätte es, wie gesagt, Hitler nicht gegeben. Und es ist ja evident, wie gesagt, dass ab Kriegsende 1945, spätestens ab 1946, Russland, die Sowjetunion, der neue Feind war für die Angloamerikaner. Das ist die Balance of Power. Das sollten die Leute endlich einmal kapieren und einmal genau hinschauen, was ist wirklich, um was geht's. Bei Corona, Chaos, Diktatur, ging es um die individuelle Selbstbestimmung. Beim Krieg in der Ukraine geht es in Wahrheit um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die beiden autonomen Republiken, die sich ausgerufen haben, Donetsk und Luhansk, haben entschieden, gegen die diskriminierende Regierung in Kiew, also die ukrainische Regierung, aufzustehen und zu sagen, wir wollen aus diesem Land raus und rein in die Russische Föderation. Wer jetzt sagt, das ist ein Blödsinn, muss ich sagen, nachprüfen bitte alles selbst. Das Pew Research Center, ein US-amerikanisches Research Center, hat 2014 und 2015 korrekt festgestellt, das ist ein amerikanisches, dass die Referenden, also diese Volksbegehren, demokratisch korrekt waren und dass die Bevölkerung will, dass sie durchexerziert werden. Wir haben rund 60% Russen in diesen Gebieten am Donbass, also in der Ostukraine. Von diesen 60% Russen haben alle für die Eingliederung in die Russische Föderation gestimmt, plus 30% Nicht-Russen. Es waren rund 90% in diesen Gebieten, die gesagt haben, raus aus der Ukraine, rein in die Russische Föderation. Und dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker jus cogens ist, also lateinisch für zwingendes Recht, das du nicht einmal durch Vertragsrecht aufheben darfst, das weiß jeder Jurist spätestens ab dem ersten Semester in Völkerrecht. Und warum wird das von den Medien nicht erwähnt? Warum wird es von den westlichen Politikern nicht erwähnt? Die Russische Föderation handelt hundertmal richtiger als der Westen. Das muss man zugeben. Ich bin jetzt auch kein Putin-Fan in dem Sinn, ja. Aber Fakt ist, das Recht ist auf der russischen Seite, hundertprozentig. Ich denke, es werden viele nicht verstehen, warum wollen denn die Leute, der Westen ist doch viel demokratischer, ist doch alles viel besser hier, warum wollen denn die Ukrainer, es gibt doch gar keinen Grund, dass die Ukrainer nach Russland wollen, ist doch alles von Russland gesteuert. Und ich habe jetzt, es ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, noch ein Video zu verweisen, nochmal den Rechtsextremismus in der Ukraine aufgearbeitet seit 2014 und vor allem auch, wie das von den Medien auch gefördert wurde, dieser Rechtsextremismus. Wir reden hier wirklich von, also Rechtsextremismus ist eigentlich der falsche Begriff. Sowohl rechts ist falsch, ist auch extrem ist auch falsch. Weil was heißt extrem? Jemand, der extrem ist, kann demokratisch sein. Das eigentlich führt in die Irre, weil es wirkt irgendwie seltsam. Weil das Bösartige, das Undemokratische ist nicht fremdartig, sondern das ist eigentlich leider normal. Und sagen, dieser Begriff ist eigentlich eine Irreführung, aber sei es drum. Jedenfalls
ist die Ukraine ein, seit 2014 ein Nazistaat. Was heißt, was ist ein Nazistaat? Ein Nazistaat ist ein Staat, der nationalsozialistische Bestrebungen duldet oder fördert. Und das ist seit 2014 in der Ukraine der Fall und das ist belegbar. Und ich habe das auch nochmal aufgezählt. Und das klingt jetzt so abgedroschen, weil wir hören ja immer, die FPÖ sind Nazis, die AfD sind Nazis. Dann verliert man aus dem Blick, was das eigentlich bedeutet. Und das bedeutet, dass man das russische Leben nicht wertschätzt oder dass es egal ist. Und das hat dann auch direkte Konsequenzen, indem das ist von der OSZE dokumentiert, tausende Leute ermordet wurden durch Beschuss von Gebäuden. Ja, von ukrainischer Seite. Richtig, und das Azov-Bataillon, die Leute, die rennen mit Nazi-Symbolen rum, das wird geduldet, wieder die Klitschko ist hier auf dem Foto, mit Leuten, die also offen mit Nazi-Symbolen rumrennen, und das zeigt, dass es geduldet ist. Und auch der Oberbefehlshaber hat ein Armband an, wo ein Hakenkreuz drauf ist. Aber da gibt es also tausende Beispiele, die zeigen, das Azov-Bataillon wurde die Armee integriert, die bekennen sich offen zum Nationalsozialismus, sind auch alle tätowiert. Das heißt, wir haben ja eine Duldung. Der Vitali Klitschko hat die ganzen Gebäude, er hat Sowjetdenkmäler abgerissen, hat mit Putin gar nichts zu tun, sondern geht grundsätzlich gegen Russland. Da gibt es Ferienlager, in denen den Kindern erklärt wird, ja, ihr dürft keine Leute ermorden, außer Russen, die dürft ihr ermorden. Also es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass nationalsozialistische Bestrebungen mindestens geduldet werden oder auch gefördert werden. Und damit ist es ein Nazistaat. Und das hat natürlich Konsequenzen. Die Leute, es gab ja ein Rassengesetz, ein Sprachgesetz, also ein Rassengesetz, in dem die Minderheiten benachteiligt wurden. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Das klingt auch wieder so theoretisch, aber das passt natürlich genau in diese Ideologie rein. Und das wird von den Medien überhaupt nicht transportiert. Ja. Wie mit diesen Leuten umgegangen wird, was überhaupt für Zustände in der Ukraine sind. Und natürlich nur, wenn man das weiß, ist es natürlich vollkommen offensichtlich, ist vollkommen klar, dass diese Leute da unbedingt weg wollen aus der Ukraine. Und das kann sich hier die Leute nicht vorstellen, weil die Medien, das was absolut verbrecherisch ist, weil man damit ja diesen Leuten, diesen Verbrechern Rückendeckung gibt. Diese Verbrecher in der Ukraine, die wissen genau, sie können machen, was sie wollen. Es wird im Westen nicht berichtet. Und das spornt sie ja gerade dazu an, sowas zu machen. Ja. Und das heißt, die Medien hier, sie haben Blut an den Händen. Also wenn die Bevölkerung aufgeklärt worden wäre, dann wäre es überhaupt, die Bevölkerung hätte das nie zugelassen, dass Waffen an die Ukraine geliefert wird. An so ein Regime. Aber die Leute wissen es nicht, weil es seit 2014 von den großen Medien verschwiegen wird. Und jeder in den großen Medien, vor allem auch die Leute, die finanziell abhängig, die finanziell unabhängig sind, die das nicht machen müssten, sind aus meiner Sicht, sind alles Kriegsverbrecher. Ja, sind sie auch gemäß meiner rechtlichen Beurteilung. Und das ist ähnlich, nur mit umgekehrten Vorzeichen, wie es im Ersten Weltkrieg war. Es wurde das Deutsche Kaiserreich zur präemptiven Selbstverteidigung genötigt, durch Mobilisierung der anderen Länder, durch die Ermordung vom Thronfolger in Österreich und diese ganze Juli-Krise. Ich habe das aufgearbeitet, wie das alles stattgefunden hat, um den Druck auf Österreich-Ungarn von den um sie umringenden Mächten zu erhöhen, bis dann jemand gesagt hat, so, jetzt müssen wir uns selbst verteidigen. Wir müssen jetzt zuerst gegen Frankreich und dann gegen Russland, denn die marschieren ja schon auf. Und man darf sie nicht bis an die Grenze lassen, denn Deutschland hatte nicht genug Militär damals, um sich gegen zwei zu verteidigen. Jetzt ist die Situation anders natürlich mit Russland und Ukraine. Dort ist es so, dass der Druck auf die Ukraine erhöht wurde. Massiv, wie du sagst richtig, die Diskriminierung im eigenen Land. Nicht anerkannte Referenten in Donetsk, in Luhansk, am Donbass, dann der Beschuss durch die eigene, so unter Anführungszeichen, ukrainische Raketenartillerie, durch herkömmliche Artillerie, mit Schützenpanzer, die aufgefahren sind, gegen die eigene Bevölkerung, wo Leute in der Ukraine gesagt haben, in der Ostukraine, da haben wir es ja unter der Wehrmacht besser gehabt als jetzt. Das haben Ukrainer gesagt, vor laufender Kamera, einem deutschen Reporter in die Kamera hineingesagt. So, und darüber habe ich berichtet, unserer Regierung in Österreich und auch allen Parteien in diesem Buch. Provokativer Titel, God bless you Putin. Warum der Titel? Weil sie ihm damals schon den Tod gewünscht haben. Und ich habe gesagt, na, ich möchte schon, dass der lebt, weil er klingt ja vernünftig, der Putin. Ich bin Putin-Versteherin, weil er spricht ja perfekt Deutsch. Es gibt keinen Grund, ihn nicht zu verstehen. Er spricht besseres Deutsch als so mancher deutscher Politiker oder auch österreichische. Und was da Faktum ist, ist eben das Selbstbestimmungsrecht der Völker am Donbass, wird vom Westen mit Füßen getreten und es ist aber zu akzeptieren, wenn zwei Staaten sagen, wir wollen nicht mehr in der Ukraine sein, wir wollen in die Russische Föderation. Das wäre so, wie wenn jetzt in Deutschland Sachsen sagt, wir sind ab jetzt bei den Österreichern und Österreich sagt, ja, dann kann sich die BRD brausen gehen, wie man so schön sagt.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker geht vor. Dann wird Sachsen als Bundesstaat der Bundesrepublik Deutschland ausgegliedert und ist ab sofort bei Österreich dabei. Oder besseres Beispiel wäre Bayern, weil die Kultur näherstehend ist. Ja? Wenn Bayern sagt, wir schließen uns mit Österreich zusammen und treten aus der BRD aus, kann Berlin überhaupt nichts dagegen machen. Das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist Naturrecht. Das ist auch sogar in internationalen Vertragswerken ab 1966 mindestens zweimal, ich glaube bis zu fünfmal dokumentiert. Da haben sich auch Staaten wie die Russische Föderation oder damals noch die Sowjetunion, USA, Großbritannien, die haben das alle unterschrieben. Das heißt, hier haben wir ein Recht, das mit Füßen getreten wird. Und ich wiederhole noch einmal, bei der Corona-Pandemie war es so, da hat man die Bevölkerung entrechtet, über ihren eigenen Körper selbst zu bestimmen. Also individuelle Selbstbestimmung wurde mit Füßen getreten. Und in den Kriegsfällen, sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine, wird das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen getreten. Ja, glauben wir denn, dass diese Politmarionetten, die noch dazu dieselben sind, die Leute zwangsimpfen wollen, die Krieg wollen, um den Frieden zu bewahren angeblich, ja, dass die nicht irgendwie anders sind als die Bevölkerung, die sie regieren? Haben wir es da vielleicht mit einem gewissen Anteil an Narzissten und Psychopathen zu tun? Gemäß meiner Beurteilung ja. Und jetzt werden wahrscheinlich manche denken, ja gut, das ist jetzt, das sagen wir jetzt und stimmt es denn wirklich und ist es denn wirklich so schlimm oder ja, der Putin, der lügt und was sollen wir denn glauben? Jetzt werden viele denken, ja, wie kann man das denn jetzt argumentieren? Und aus meiner Sicht, man kann es sehr einfach daran sehen, dass wir im Westen Russland zensieren. Also RT ist gesperrt, Putin ist im O-Ton nicht zu hören. Also als Tucker Carlson interviewen wollte, da wurde er auch, wurde das Interview schlecht gemacht. Es wurde alles dafür getan, dass die Leute möglichst nicht, dass die Leute schon möglichst eine Meinung haben und sich das Interview gar nicht angucken. Also es war, es wurde nach, also es konnte noch nicht mehr verhindert werden, aber es wurde vorher, vor Tucker Carlson, der ja auch unabhängig ist und bekämpft wird, hat niemand ungeschnitten ein Interview mit Putin geführt. Außer es war mal bei der ARD, da wurde aber der Großteil des Interviews rausgeschnitten, da wurde das so geschnitten, dass es also nicht das wiedergibt, was das Interview, wie das Interview war. Ja. Und wohingegen Putin aber sich offen der Presse stellt, live. Also da gibt es Pressekonferenzen, jetzt gerade in St. Petersburg, da ist jeder westliche Journalist eingeladen. In Russland kann man alle westlichen Medien gucken. Also die Journalisten können Putin alles fragen, der antwortet live, das wird nicht geschnitten. Mhm. Wohingegen jetzt bei der Bundespressekonferenz werden ja kritische Fragen abgewürgt oder russische Journalisten, die wirklich kritische Fragen stellen würden, werden gar nicht zugelassen. Ja. Also sagen, es kommt in Deutschland, kommt man nicht zu Wort. Und das, was heißt das, wenn man es nötig hat, jemanden zu zensieren, zu verfälschen oder ihn zu unterdrücken, ihn nicht zu Wort kommen zu lassen, wohingegen es auf der anderen Seite nicht so ist, dann zeigt es ja aus meiner Sicht, wer hier die Wahrheit sagt und wer nicht. Genau. Meistens kann man auch einfach argumentieren. Das ist so leicht, das glaube ich, das habe ich auch lange vergessen, dann ist mir das wieder aufgefallen. Und das müsste man eigentlich, müssten die AfD-Vertreter und die FPÖ-Vertreter argumentieren, lass doch mal Putin zu Wort kommen, wir zensieren, er zensiert nicht, der lügt. Genau, genau. Und selbst wenn Putin die Unwahrheit sprechen würde, was er in manchen Bereichen tut, zum Beispiel, wenn es um Zweiter Weltkrieg geht, ja, wird die Sowjetunion immer noch glorifiziert, also dass Putin ein waschechter Demokrat ist, schließt sich aus. Der Mann war KGB-Offizier, er vertritt auch keine deutschen oder österreichischen Interessen für die Leute, die glauben, dass Russland sie retten wird. Nein, ich glaube auch, dass er irgendwo noch an dem Großreichgedanken der UdSSR noch hängt, ja, mit Herz und Seele. Aber das ist seins, das ist nicht mein Problem. Um was es hier geht, ist, dass er die Mitschuld der Sowjetunion sowohl am Ersten als auch am Zweiten Weltkrieg völlig ausblendet. Er blendet aus, dass Stalin ein Massenmörder war, dem huldigt er ja immer noch. Er blendet aus, dass Russland am Ersten Weltkrieg mitbeteiligt war, mit Großbritannien und Frankreich das deutsche Kaiserreich zu vernichten. Die Pläne liegen offen. Wie der russische Generalstab mit dem französischen und britischen Generalstab zusammengearbeitet hat, um das deutsche Kaiserreich platt zu machen, ja, wie der Blankoscheck, der russische, für die Serben erteilt wurde, damit der Franz Ferdinand erwartet wird, der österreichische Thronfolger, um den Anlassfall überhaupt zu schaffen für diesen Krieg. Das ist alles dokumentiert und wie gesagt, ich habe es hier, ich halte es nochmal rein, in Krieg der Wählerschaft auf Punkt und Strich nachgewiesen. So, und jetzt will man uns erklären von einem Herrn Putin, das stört mich schon an ihm, das muss ich ganz offen sagen, dass es hier keine russische Mitschuld gibt. So erklärt er das, auch während des Zweiten Weltkriegs. Es war ja der Aufmarsch längst schon 1941 auf der russischen Seite gegeben. Das heißt, die deutsche Wehrmacht ist in den russischen Aufmarsch hineingefahren. Darum konnte so viel
Militär der Roten Armee vernichtet werden. Das haben doch Schwepper und auch ein russischer Militärhistoriker, aber auch ein Militärhistoriker aus der DDR und auch der, ein österreichischer von der Landesverteidigungsakademie, die haben das alles auf Punkt und Strich nachgewiesen aufgrund der Aufmarschszenarien. Beide wollten sich gegenseitig angreifen, die Deutschen waren schneller. Ja. Wer hat denn den Pakt mit Hitler geschlossen? Das war Stalin 1939, wie es um Polen ging. Ohne diesen Pakt hätte Hitler gar nicht Polen angegriffen. Ja? Das heißt, wir haben eine massive Mitschuld von der russischen Seite. Und der Russe stellt es aber so dar, Putin, wie ja, die bösen Deutschen und die auch bösen Angloamerikaner, die Deutschland benutzen. Also vor der eigenen Türe kehrt er nicht, der Herr Putin. Das möchte ich schon auch hier mitgeben. Das ist jetzt ein Kritikpunkt, was die Historie betrifft. Aber in der Jetztzeit liegt er, würde mal sagen, zu 95% richtig mit dem, was Putin sagt, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht. Und natürlich, ja, wir haben die Situation, dass hier die Ukrainer, wie gesagt, die hauptsächlich über mehr als die Hälfte Russen sind im Osten der Ukraine, zur Russischen Föderation dazu wollen. Jetzt werden und sogar die Russische Föderation um Hilfe gebeten haben gegen die ukrainische Regierung. Aus völkerrechtlicher Pflicht ist oder war und ist noch immer die Russische Föderation zur Nothilfe verpflichtet, völkerrechtlich, klar. Aber was dazu gesagt werden muss, natürlich erwartet sich die Russische Föderation ad personam Putin auch eigene geostrategische Vorteile. Und das ist der Korridor von Kiew entlang des Dnjepr bis runter Sevastopol. Und diesen Bereich östlich des Dnjepr, also die Osthälfte der Ukraine sozusagen, dieses Drittel dann, das dann überbleibt, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das geostrategische Ziel in diesem Krieg der Russischen Föderation. Es geht um Sevastopol. Genau, das ist, also ich finde das auch völlig richtig, dass man auch Putin, dass man auch das kritisch beleuchtet. Wobei, was vielleicht auch noch wichtig ist, was vielleicht viele nicht verstehen, ist, wo man jetzt auch Putin recht geben muss oder auch Russland recht geben muss, sind die Sicherheitsinteressen. Und viele denken sich ja, der Westen, der macht ja sowieso nichts. Und viele verstehen, glaube ich, vielleicht nicht vollständig die Situation, wie gefährlich Atomraketen an der Grenze sind oder überhaupt Raketenbasen an der Grenze sind. Und dass die USA ja selbst bereit waren, als es in Kuba drohte, dass Atomraketen in der Nähe von den USA stationiert wurden, dass die USA sofort zum Weltkrieg bereit waren. Das ja. nicht zu tolerieren. Also da viel ja. Risiko eingegangen sind, um das nicht zu tolerieren. Und jetzt sind wir also direkt, also nicht weit von überhaupt dieses ganze, also viele wichtige Bereiche Russlands. Also man muss ja wissen, die Hauptbevölkerung von Russland ist ja nicht im Osten, sondern ist ja in Europa. Also es sind ja viele große Städte sind in der Nähe. Und wenn man jetzt in der Ukraine oder gerade in der Ostukraine Raketen aufstellt, dann erreicht man ja wichtige strategische Ziele, erreicht man mit den Atomraketen so schnell, dass man kann, dass also das Gleichgewicht der, dass das atomare Gleichgewicht nicht mehr hergestellt ist. Mhm. Also das ist im Grunde so, wie wenn jetzt der Westen Russland das Messer an den Hals hält und sagt, ja, was will denn Russland? Ich kann doch mein Messer halten, wo ich will. Das ist doch nicht schlimm. Es ist ja die freie demokratische Entscheidung. Jetzt das Messer, ich kann doch ein Messer in der Hand halten, ist doch kein Problem. So, das ist im Grunde, das wird aber natürlich verschwiegen, wie bedrohlich ja, so Atomraketen in Grenznähe sind und das mit der Vorwarnzeit, also das wird natürlich nicht transportiert, das Problem. Man sagt einfach, ja, das ist Sicherheitsinteressen, das ist ja alles bla bla. Wie du richtig die Kuba-Krise angesprochen hast, Anfang der 60er Jahre, ja, und richtig gesagt hast, da waren die USA bereit, einen Atomkrieg im Bedarfsfall vom Zaun zu brechen. Gott sei Dank hat hier Kennedy das rote Telefon praktisch eingeführt worden, den direkten Draht zum russischen Präsidenten gesucht. Aber was völlig ausgeblendet wird, ist, dass das nicht das erste Vergehen sozusagen auf der russischen Seite war, sondern es war auf der amerikanischen Seite. Denn die hatten ja vorher schon einen Raketenschirm in der Türkei. Darüber spricht niemand. Und die Russen waren aber nicht bereit, einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen dafür, obwohl amerikanische NATO-Raketen in der Ukraine standen, natürlich gerichtet gegen die Sowjetunion, wo sonst, ja, weil das der eigene Kontinent ist. Dem Amerikanern ist im Prinzip wurscht. Ja, Kuba ist ja nur eine Insel. Das blasen sie halt weg, wenn es sein muss. Ja? Das heißt, wir haben es hier wirklich mit Psychopathen, glaube ich, zu tun. Und man muss schon auch wissen, dass dieses Abschreckungspotenzial, wie du ja richtig sagst, darauf zurückzuführen ist, dass durch eine geheime Mitteilung halbwegs gleiche Kräfte vorhanden sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, der Westen gegen Russland, ja, auf der Interkontinentalraketenbasis, also Langstreckenraketen, wir sprechen hier von strategischen Atomwaffen. Strategisch meint immer
längere Reichweite und mehr Sprengkraft, also von einem Kontinent zum anderen potenziell, ist der Westen der Russischen Föderation überlegen. Aber auf der lokalen Ebene hat sie sich jetzt gedreht. Da hat der Russe einen Vorteil von circa 4:1, zum Beispiel bei den taktischen Atomwaffen, bei den taktischen Atomraketen, aber auch bei der Raketenartillerie, bei Hyperschallraketen. Also alles und vor allem bei Panzern, also alles, was du für die regionale Kriegsführung brauchst, ist die Russische Föderation dem Westen haushoch überlegen, auch was die Mannstärke betrifft. Also Deutschland, also wenn eine Baerbock fast wortwörtlich Russland den Krieg erklärt, muss sagen, bitte steckt sie in eine Uniform und schickt sie in die Ukraine, dort kann sie beweisen, wie super sie kämpfen kann. Ja? Es ist unverantwortlich, jetzt noch einen Soldaten in ein Gefecht zu schicken, weil wir im Westen dem Russen nichts, gar nichts entgegenzusetzen haben. Das russische Potenzial wird total unterschätzt. Die haben inzwischen schon Ende 23 erfolgreich begonnen, zwei neue Armeen aufzustellen, darunter 14 Divisionen und 16 Brigaden. Das ist ein Potenzial. Allein diesen zusätzlichen Einsatzkräften hat der Westen nichts entgegenzustellen. Österreich hat zwei Brigaden und wir müssen schon bei Übungen alles zusammenstoppeln, damit wir den Fuhrpark für eine einzige Brigade schaffen. Das war schon im Jahr 2001 so. Das heißt, wir haben schon Kampfgruppen gebildet. Das hat die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegen Ende des Krieges erst gemacht. Das brauchen wir schon in Friedenszeiten. Und in Deutschland ist es nicht viel anders. Das heißt, das Potenzial, das die Russen haben von der Manpower her und von den Rüstungsgütern, ist so hoch, dass sie jetzt noch einen extremen Rüstungsvorteil haben. Wenn der Westen nachzieht, könnte sich das Kräfteverhältnis verschieben. Das heißt, wenn es zum Krieg kommt, und ich hoffe nicht, dass dieser regionale Krieg, ukrainisch-russische Krieg, hier auf Europa ausstrahlt, aber wenn es passiert, dann müsste es aus russischer Sicht zeitnah passieren, solange sie noch den Rüstungsvorteil haben. Das denke ich mir auch die ganze Zeit, dass es sozusagen die Uhr tickt und dass, dass die Wirtschaft hier, wir haben hier viel Korruption, es zeigt sich ja, dass Russland mit dem Bruchteil der Rüstungsausgaben gegen die ganze NATO bestehen kann. Ja. Ganzen Waffen jetzt aufgebraucht sind von der NATO, obwohl das Militärbudget viel höher ist. Natürlich ist klar, die USA haben noch ihre Flugzeugträger. Aber trotzdem ist natürlich klar, wenn das dann irgendwann mal anläuft in den USA und die Rüstungsproduktion. Der Lars Klingbeil hat ja auch schon gelobt, wie Deutschland jetzt die Munitionsherstellung hochgefahren hat. Das ist natürlich auf Dauer, ja, ist es aus meiner Sicht noch nicht, ist die Messe noch nicht gelesen sozusagen. Nee. Nicht umsonst wird er jetzt vom deutschen Verteidigungsminister, wie heißt der, Portius oder wie heißt der? Pistorius. Pistorius, ja, wird ja schon verlangt, die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland. Ne? Man sollte den Menschen vielleicht einmal vor Auge führen, wie lange in so einem Schießkrieg jetzt die Lebenserwartung eines Soldaten ist. Wir sprechen ja von rund 4 Stunden an so einer Front. Ja? Also wenn es zu einem scharfen Schießkrieg kommt. Und noch dazu, die verminderte Ausbildungsqualität im Westen jetzt, die mangelnde Kriegserfahrung. Wir haben doch hier im Westen seit 1945 keine Kriegserfahrung mehr. Alles, allein die Disziplin. Ja, also wenn man sich anschaut, in den 60er Jahren, deutsche Bundeswehr, wurde eingeführt das Widerspruchsrecht. Also etwas, was undenkbar war, aus ethischen Gründen gegen Befehle zu remonstrieren, wurde ja fortförmlich gepflegt, auch diese Diskussionskultur. Dieses System ist so aufgeweicht im Westen, dass auch aus disziplinärer Sicht, Personalkapazität, Waffen, Rüstungstechnik, das sind auf den relevanten Gebieten, insbesondere wie gesagt Kampfpanzer, Kampfhubschrauber, elektronische Kriegsführung, sind die Russen extrem weit voraus. Nicht hingegen bei den strategischen Waffen, wie gesagt, aber alles, was taktisch bis operativ eingesetzt wird, ich meine damit auf der kontinentalen und grenznahen Ebene, haben wir nichts entgegenzusetzen. Und was ich ja auch unserer Regierung, zack, in diesem Buch klargemacht habe, das Fehlverhalten unserer Regierungen mit den uns selbstschädigenden Aktionen, ich habe es da schon reingeschrieben gehabt, 2015 war das, ja, mit diesem Energiethema. Wir haben uns von der eigenen Energieversorgung abgeschnitten, haben auf einen Konflikt zugesteuert, ohne eine relevante militärstrategische Reserve zu haben, und haben mitbefeuert unsere Regierungen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Und im Hinblick darauf ist doch bitte zu erkennen, dass die Russische Föderation im Grunde am längeren Ast sitzt, weil wir sie ja auch in die Arme von China getrieben haben. Seit spätestens 2015
haltet China, also die Nationale Volksarmee Chinas, mit den Streitkräften Russlands regelmäßige Übungen, sowohl bei den Landstreitkräften als auch den Luftstreitkräften und insbesondere bei den Seestreitkräften, gemeinsame Manöver und Übungen ab. Hier gibt es schon eine Zusammenarbeitsbasis. BRIC-Staaten ist ein Thema. Die Türkei ist am Überlegen, ob sie den BRIC-Staaten beitreten. Ja, dann bricht ein weiterer NATO-Mitgliedstaat weg. Also es schaut nicht gut aus für den Westen. Das muss klar sein. Und wer hier jetzt noch immer auf die USA setzt und auch auf Großbritannien, also auf genau jene angloamerikanische Kriegstreiber, die schon hinterm Ersten Weltkrieg und damit auch hinterm Zweiten stecken und hinterm Kalten Krieg, dem ist nicht zu helfen. Ich frage mich, warum haben unsere Politiker keine Ahnung von Geostrategie und von Geschichte? Das ist doch wesentlich, wenn ich so ein Amt bekleide. Mir tut diese Frau Baerbock fast leid als Außenministerin, muss ich sagen, weil sie ist eigentlich nicht unsympathisch. Also sie ist mir nicht mir zumindest nicht unsympathisch, aber die hat sich einen Schuh angezogen, den sie nicht tragen kann. Wobei, da würde ich, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, die Politiker, die wissen das alles mit der Geostrategie, nur die wissen ganz genau, dass wenn sie ihren Mund aufmachen, sie weg vom Fenster sind. Also ich denke auch, dass das, diese Leute, ich verfolge immer diese Talkshows, die sind so skrupellos, das kann man sich, das möchte man immer ausblenden. Und sagen ja viele, dass sie sind, aber ich glaube auch, dass die sind völlig skrupellos. Ja, skrupellos, ja, aber sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht oder haben es nicht realisiert, was es bedeutet, weil wir es hauptsächlich mit Inkompetenten, mit Verblendeten, mit teilweise geistig Minderbemittelten, mit korrupten Menschen zu tun haben, die sehr kurzsichtig nur auf ihre eigene Karriere schauen. Und da Beispiel, würdest du, wenn es eine Weltverschwörung gäbe, ja, es gibt ja diese Weltverschwörung, gibt es ja nicht, weil die Pläne liegen ja offen, aber wenn es eine Weltverschwörung gäbe, würdest du eine Frau Baerbock von ihrem Niveau her in deine Weltverschwörungspläne einweihen, wenn du weißt, die macht eh automatisch alles in deinem Sinne, weil sie eine Getriebene ist, weil sie, wie viele Deutsche, eukophob ist. Das ist inzwischen der wissenschaftliche Begriff für den Hass auf das eigene. Wer sich selbst hasst, wer automatisch auf alles hinbeißt, was irgendwie nur im Entferntesten völkisch sein könnte oder einen Nationalstolz, einen gesunden Nationalstolz für Deutschland bedeutet, den brauchst du doch in keine Pläne einwenden. Der muss nichts wissen. Und so ticken sie doch alle. Aber ich glaube, die ahnen das. Ich glaube, dass die das ahnen und die sind aber so satanisch, dass es denen alles egal. Also ich glaube nicht, dass die dumm sind. Man muss ja auch sehen, dass es ja eine Auslese ist. Also es wollen ja viele, wollen ja Berufspolitiker werden. Also viele wollen ja, streben ja Mandat an. Und dann musst du erstmal die Durchsetzungskraft besitzen, dich gegen ein breites Wettbewerberfeld durchzusetzen. Also da musst du erstmal skrupellos sein. Und natürlich musst du auch auf eine gewisse Weise schlau sein. Aber ich kann das auch nicht erklären. Also auch, es gibt ja wirklich, also auch, wenn man diese alten Politiker anguckt, wie Gerhard Baum, das sind solche Hetzer. Das ist für mich, also wir möchten ja uns immer die Sachen erklären. Also wir möchten es immer verstehen und sagen dann, ja, das ist ja dann Dritter Weltkrieg, das müssen die ja wissen, also verstehen sie nicht, also sind sie dumm. Aber wenn ich mir jetzt diese Auftritte angucke, also auch gerade diese, also ich tue es mir ja an, im Gegensatz zu vielen, die gucken ja diese ganzen Sendungen nicht. Wenn ich mir diese Sendungen angucke, die täuschen und lügen, ganz bewusst, das sieht man auch daran, dass sie, wenn sie jetzt ein Gegenargument bekommen, die sind nicht überrascht. Die sind dann nicht, oh, das ist ja so und so, das habe ich gar nicht gewusst. Und du merkst, dass sie nicht überrascht sind, sondern sie regieren, das ist wie bei Michael Stürzenberger, wenn er jetzt gegen den Islam argumentiert und dann, er hat ja ganz viele Argumente und dann viele Gegendiskutanten, die sind dann nicht überrascht und sagen, ah, das ist ja das Argument, also du siehst es ja im Gesicht, ob sie überrascht sind oder nicht, oder ob du siehst diesen kleinen Moment, das ist jetzt was ich noch nicht gewusst habe, sondern der Stürzenberger sagt, was er will und die machen sofort, also wenn der irgendwas sagt, die schreien ihn nieder und machen ohne zu zucken weiter und aus meiner Sicht entweder. Also bei Stürzenberger wissen sie schon, was er sagt. Also sind ja auch immer die gleichen, die zu seinen Veranstaltungen laufen und ihn versuchen niederzuschreien. Das heißt, die kennen ja schon in- und auswendig, was Stürzenberger die ganze Zeit sagt. Und genauso, glaube ich, ist es auch, also es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen. Also von vielen diesen Linken, in Anführungszeichen, was einfach Faschisten sind, ist es ein Phänomen, dass sie also diese Leute niederbrüllen und nicht überrascht sind. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für diese ganzen Politiker. Und das ist, ich kann das auch nicht erklären, aber das sind für mich, ist das satanisch. Das ist einfach völlig geistesgestört, verrückt, das sind für mich solche Plünderer, solche Räuber, die im Grunde, man kann sich vorstellen, wie vielleicht früher die,
Also es gab ja, was ich glaube ich, Karl der Große hatte diese Leute aus Ungarn, diese Plünderer gestoppt. Der hatte ja an allen Pfählen haben dann die aufgehängt. Und mit welcher Einstellung sind diese Plünderer da hingekommen? Also wir überfallen die Leute und rauben die aus. Und ich glaube, so dieses Plünderer-Gen in Anführungszeichen, das ist vorhanden. Und das ist so, also das ist so eine Art Räuberart. Das ist wirklich, das ist so schlimm, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. Also ich glaube, ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Altparteienpolitiker wissen, worum es geht, dass sie wissen, dass ein dritter Weltkrieg droht. Sie wissen, dass sie Deutschland schaden. Sie wissen das alles ganz genau. Sie wissen, wie schlimm sie sind und was sie tun. Und sie machen es und sie haben Freude dabei. Sie haben Freude dabei, das zu tun. Aber das schon, aber dass sie die geostrategischen Hintergründe kennen, das wage ich zu bezweifeln. Dass sie die wahren Hintergründe kennen, das ist so gut bei der Masse so gut wie ausgeschlossen. Es Also stell reicht, dir vor, dass ein Hofreiter, der kann es. alles recherchieren, die ganzen Waffen. Der kennt sich perfekt schon aus mit Waffensystemen. Also der hat ja auch, die Leute, die haben ja auch zum Teil studiert. Also die sind ja, man kann ja nicht sagen, dass die zu doof sind, recherchieren zu können. Aber. Das Prinzip mit der Balance of Power, wie das seit dem Ersten Weltkrieg funktioniert, hat auch die Masse der Politiker nicht verstanden, weil sie mea culpa psychiatriert sind. Meine Schuldpsychose eingeimpft seit der Volksschule. Das kriegst du nicht raus. Es sei denn, du beschäftigst dich intensiv damit und das haben die garantiert nicht gemacht. Ja? Wo ich dir zustimme, aktuell wissen sie, die Gefahr des Dritten Weltkriegs besteht und sie sind mitverantwortlich dafür. Und was macht der Narzisst und der Psychopath? Er legt noch eins drauf, weil er nicht zurück kann. Ein Narzisst und ein Psychopath kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe etwas Schädliches für Volk und Land getan, es tut mir leid, ich gehe jetzt zurück. Und ich bin mir sicher, dass wir einen hohen Prozentsatz an Narzissten und Psychopathen haben. Ja, also in politische Ponerologie vom sehr gutes Buch vom, wie heißt der, Lobatschewski, ich kann den Namen leider nur schwer aussprechen, ja, sehr gut dargestellt aufgrund von psychopathologischen Gutachten auch und Expertisen, dass rund 5% der Menschen psychopathisch sind und die zieht es hauptsächlich in Berufe, wo sie auf unpersönliche Art und Weise über andere Macht ausüben können, weil sie ja sonst nichts können. Schau dir doch bitte die Masse der Politiker an. Die würden doch jedes Unternehmen in der Privatwirtschaft, also ich sage nicht alle, aber viele, in den Sand setzen, weil sie es nicht können. Sie haben auch keine Karriere beim Bund hinter sich gelegt, weil sie auch gewissenhaftes Arbeiten nicht können. Sie können eins, sie können Dampf plaudern, reden und andere beeindrucken und damit andere für sich arbeiten lassen. Es ist ein klassisches Schema, was ein Narzisst und ein Psychopath perfekt beherrscht. Und solche Leute, auch wenn sie wissen, dass der Dritte Weltkrieg auf uns zukommt, ja, können jetzt nicht hergehen, also auf ihrer Charakterstruktur traue ich mir wetten, können jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das könnte jetzt eskalieren, ich werde es jetzt anders tun, weil sie ja auch Angst vor strafrechtlicher Verfolgung haben. Das System, in dem wir existieren, das politische System, in dem Parteien, wo, wie gesagt, viele, nicht alle, aber viele inkompetent bis psychopathisch und narzisstisch sind, ist ja nahe am Zerbrechen. Es sind ja über 60% der Deutschen, also auch in Österreich, unzufrieden mit der Politik schon 2022 gewesen. Es sind jetzt inzwischen 70 bis 80%, entspricht aber immer noch der Wählerbeteiligung. Bitte findet den Fehler, liebe Leute. Ja? Also es sind ungefähr so viele unzufrieden mit der Politik, wie immer noch wählen gehen in genau dieses System hinein. Das heißt, das System an sich, das parteipolitische System, droht zu explodieren. Und die, die davon profitieren, wollen natürlich nicht, dass hier Fehler aufgearbeitet werden, an denen sie selbst mitverantwortlich sind, wie zum Beispiel Corona-Plödemie, wie die Eskalation des Krieges. Das ist ja wie ein Kochtopf. Ich glaube, dass es so viel einfacher zu erklären ist. Da braucht man keine Verschwörung, da braucht man kein Detailwissen, sondern auch wenn sie es jetzt wissen, sie wollen bewusst keinen Schritt zurück. Denn wir haben es mit Menschen zu tun, die auf der, also integralpsychologisch von den 8 Ebenen des Bewusstseins sind die wahrscheinlich irgendwo auf Stufe 3 bis 4. Also sie müssen froh sein, wenn sie mal auf der wissenschaftlichen Ebene, das ist Stufe 5, angekommen sind, auf korrekter wissenschaftlicher Ebene. Wir haben es hier mit ganz anderen Gedankenmustern zu tun. Wir haben es hier mit wirklichen Freunden zu tun, mit Freunden einer Partei. Hier geht es um den Platz am parlamentarischen Futtertrog. Hier geht es um Geld, hier geht es um Macht, hier geht es um Einfluss. Hier geht es nicht um die Freiheit der Menschen. Hier geht es nicht um das Wohl der Bevölkerung. Denn mit jeder Krise kannst du ja mehr Kontrolle über die Bevölkerung ausüben. Die Corona-Pandemie hat es ja gezeigt. Ja? Das heißt, die Lösung im Sinne, eine konstruktive Lösung im Sinne von Volk und Land ist aus meiner Sicht für die meisten Parteien, für die meisten politischen Parteien, so wie das Weihwasser für den Teufel, nämlich der Feind. Ja, wobei mir natürlich auch auffällt, dass natürlich jetzt, also diese ganzen, es geht, fängt ja mit der Diffamierung von AfD und FPÖ an. Und ich glaube, wenn man dann,
mal über eine gewisse, sich an was, gewöhnen. Also sie wissen ja am besten, dass FPÖ und AfD nicht extremistisch sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das sich an solche Verhaltensweisen gewöhnt, dass man die diffamiert und obwohl man weiß, dass es falsch ist, dass es auch irgendwo ein Schalter umgelegt wird. Also dass wenn man einmal anfängt zu lügen und zu täuschen, so skrupellos Menschen fertig zu machen, ja, dann gewöhnt man sich dran und dann macht man immer weiter. Und wahrscheinlich so Leute wie Habeck, die sind auch, da fehlt die Kompetenz. Also man merkt bei handwerklichen Dingen, merkt man oft, es ist die Kompetenz. Aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Leute, zum Beispiel jetzt da gibt es ja auch Leute, die haben studiert und haben einen Abschluss. Also gibt es ja natürlich viele nicht, aber viele auch. Und glaube ich jetzt zum Beispiel Leute wie Hofreiter oder Kiesewetter, das sind für mich schon, ja, also das sind, die wollen das Schlechteste. Also das ist, also die können das, die können recherchieren und die wissen das. Also das ist jetzt meine Vermutung. Also das alles, was jetzt auch mit dem Hintergrund, das wissen die alles und machen es trotzdem. Aber gut, da können wir spekulieren. Ja, ich darf zur FPÖ noch was sagen. Da gibt es einen Standardartikel. Ich glaube, er ist vom 25.04. heuer, also 2024. Und das zeigt diese propagandistische Methode auf. Wie du sagst, gerade Leute in den Medien sollten recherchieren können, müsste man annehmen. Ja? Und da gibt es einen Artikel und da steht drinnen, wie der Verfassungsschutzbericht 2023, wie der praktisch die FPÖ handhabt. Und wenn man dann über den Link, der auf der Standardseite ist, in den Verfassungsschutzbericht hineinschaut, kommt die FPÖ ein einziges Mal vor in einer Fußnote und da aber nicht als rechtsextrem oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, Wahlplakate der FPÖ wurden mit Hakenkreuzen überschmiert und deswegen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet in zwei Fällen und auch wegen Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne. Das geht aber sicher nicht auf die Kappe der sogenannten Rechtsextremen und FPÖ-Wähler, sondern eher auf das linke und Antifa-Spektrum, tippe ich hier jetzt mal, die auf FPÖ-Plakate, wie es ja auch in Deutschland passiert, Hakenkreuze oder Hitlerbärtchen und so weiter malen. Ja. Das war alles. Mehr kommt die FPÖ in diesem Verfassungsschutzbericht gar nicht vor. Und dann lest man im Standardartikel weiter, ja, hier gäbe es eine Nähe zu den Identitären. Ja, okay. Was ist falsch an den Identitären? Möchte ich jetzt mal fragen, darf ein Deutscher keine deutsche oder österreichische Identität leben? Ich meine, wenn es um Extremismus, um Gewaltbereitschaft geht, bin ich weg. Ja? Aber das ist ja genau hier nicht der Fall. Wo sind denn bitte die Identitären, auch wenn es der Verfassungsschutz behauptet, gewaltbereit? Sie haben eine Affinität zu Waffen, steht im Bericht drinnen. Aber die meisten Gewalttaten kommen doch bitte von links. Das ist ja auch im deutschen Verfassungsschutzbericht so. Kriminalstatistik zeigt eindeutig auf, dass die meisten Gewaltdelikte an Sachbeschädigung und Körperverletzung kommen von links. Den sogenannten Rechten, die haben die meisten Gesinnungsdelikte. Ja, ich glaube, das kann man ja auch erkennen, dass diese Medienleute da gezielt, also diffamiert haben oder gezielt Sachen weggelassen haben, weil so dumm kann man ja gar nicht sein, die Sachen ins Gegenteil zu verkehren. Mhm. Sie schreiben also einen Hetzartikel und versuchen das irgendwie dann noch, sagen, die machen einen Hetzartikel und wissen ganz genau, dass die Leute dann die Quellen nicht nachprüfen, dass die eben nicht, wie du in den Verfassungsschutzbericht guckst, das preisen sie ein und schreiben diesen Artikel und berufen sich dann auf ihre Dummheit, ja, das haben wir jetzt halt irgendwie übersehen, wir sind jetzt zu dumm und haben dann sozusagen so eine Rückzugsmöglichkeit oder halt so ein Alibi, dass sie sagen können, ja, das ist ja hier der Verfassungsschutz und dann waren sie in Anführungszeichen tragisches Pech, ganz tragisches Pech, haben sie das falsch interpretiert und können sich dann so rauswinden aus der Nummer. Oder so wie in Deutschland. So wie in Deutschland mit der AfD. Ja, also wenn man, ich habe extra für ein Video, das ich mit dem Thorsten von Zensur ein Danke gemacht habe, recherchiert mit ihm und habe mir die Parteistatuten der letzten Jahre durchgelesen, der AfD, also das Parteiprogramm. Und da steht ganz klar was von Remigration drinnen. Ja, aber sie meinen 300.000 als Obergrenze und zwar jene, die keinen rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Deutschland haben. Das heißt, die gar nicht gültig, rechtsgültig sich hier aufenthalten aufhalten in der Republik Deutschland und da ja noch sowieso nach Hause gehen müssten. Sie wollen nur, dass das exekutiert wird, was rechtlich, gesetzlich geboten ist. Punkt 1 und Punkt 2, die straffällig geworden sind und aus diesem Grund abgeschoben werden müssen. Aber es ist nicht die Rede von Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Und genau dieses Angstbild wird von Medien geschürt, die der AfD und auch der FPÖ in Österreich schaden wollen, weil sie, glaube ich, befürchten, dass sie zu viele Stimmen an diese Parteien verlieren in nächster Zeit.
Ja, ich glaube, dabei können wir es für heute bewenden lassen. Das, ja, also es gibt noch Ja. viel zu Israel, gäbe es auch noch viel zu sagen, aber das machen wir dann, glaube ich, in einem weiteren Video. Ja, Gerne. vielen Dank, Monika, und bis bald. Danke, bis bald, lieber Johannes.